Wir beginnen mit Infogigant, globale Krisen, mit dem ersten Thema Gesundheit. Wir schauen jetzt auch nochmal querfeldein. Bitte. Erstens. Sind die Pharmaindustrie und das Gesundheitssystem wirklich an der Heilung der Menschen interessiert? Oder geht es vielmehr um Umsatzsteigerung und Behandlung der Patienten auf Lebenszeit? Lukrative Krankendeals. Die Gesundheitsausgaben eines Schweizers betragen 8.000 Franken pro Jahr und Kopf. 3, 2, 1. Laut 100-Jahres-Rückblick SLKK stieg die Schweizer Krankenkassenprämie seit 1919 um 11.050%. Also 1919 bezahlte jeder Schweizer eine Monatsprämie von 2 bis 6 Franken und sein Volk war gesund. 2019 bezahlt er 446 Franken pro Monat und sein Volk ist so krank wie nie zuvor. Allein mit Augenkrankheiten erzielte Novartis Abkömmling Alcon 2019 in nur 3 Monaten einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar. Die Frage, wie viele kranken Augen mussten das sein, um an 1.800 Millionen Dollar zu kommen? Und so ähnlich sieht es überall in der Welt aus. Die Frage, generieren moderne Pharmaprodukte gar gezielt irgendwelche Kettenreaktionen von Krankheiten? Eine generell chemisch-mikroskopische Untersuchung durch pharmaunabhängige Kräfte könnte hier beruhigen. Im alten China wurden die Ärzte nur dann bezahlt, wenn ihre Patienten auch wirklich gesund wurden. Auch im blühenden Libyen unter Gaddafi war medizinische Behandlung sogar kostenlos. Zweitens. 2018 wurde die jährliche Zunahme von Krebserkrankungen alleine in Deutschland mit 600.000 beziffert, weltweit mit 18 Millionen. Ist die gesundheitliche Not unser größtes Problem? Zunehmend leider schon, doch sieht es auf fast allen Lebensgebieten ähnlich düster aus. 95% der Weltbevölkerung sind krank. Jeder zweite Deutsche erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Wir sind weltweit mit durchschnittlich 28.000 Euro pro Kopf verschuldet. 37% der Deutschen sind alkohol- oder drogenabhängig. Hier ist die Sexsucht ungleich schwieriger. Handysüchtigen starren im Schnitt über 150 Mal pro Tag auf ihr Handy. Allein die Anwohner des Rheins konsumieren laut Wasseranalysen über 11 Tonnen Kokain pro Jahr. Gesamtdeutschland weit über 20 Tonnen Kokain pro Jahr. Nur Deutsche. 71 Millionen Menschen sind gerade heimatlos auf der Flucht. 80% aller Menschen leiden in der ersten Hälfte ihres Lebens an einer psychischen Krankheit. In den letzten 10 Jahren stieg die Vergabe von Antidepressiva in Deutschland um über 50%. Alle 40 Sekunden geschieht ein Selbstmord. Das sind jährlich mehr Tote, als wie Peru Einwohner hat. Jede 5. Sekunde stirbt ein Kind an Hunger und deren Folgen. Jährlich 10-mal die Einwohnerzahl Luxemburgs. Wir hatten in den letzten 100 Jahren 162 Kriege mit geschätzten 185 Millionen Toten. Jeder dritte Mensch muss mit weniger als 1,57 Euro pro Tag auskommen. Privatisierer hingegen schleppen jährlich mehrere Milliarden Euro für sich alleine ab. Drittens. Die gesamte Hollywood-Kultur ist freimaurerisch und hochokkult. Fast alle Hollywood-Stars verherrlichen ganz offen den Satanismus. Hier zum Beispiel die Verherrlichung des 33 Hochgrad Freimaurers und Begründers des modernen Satanismus, Aleister Crowley. Das ist ihr Idol. Hier siehst du David Bowie mit Crowley. Hier Michael Jackson und Crowley. Hier die Beatles und Satanist Crowley. Ozzy Osbourne widmete Crowley ein ganzes Lied. Hannah Montana besingt Satanist Crowley. The Doors Album versammelt um eine Büste von Satanist Crowley. Led Zeppelin widmeten dem Haus von Aleister Crowley einen Song. Pink zelebriert während einer NTV Music Award Show ein Freimaurer-Einweihungsritual. Der amerikanische Medizinerverband hat geschätzt,
dass ein Kind mit 10 oder 11 Jahren bereits mehr als 8000 Hollywood-Morde und 100.000 Gewalttaten gesehen hat. Bis zu seinem 18. Altersjahr hat es sich schon weit über 32.000 Morde angeschaut, 40.000 versuchte Morde und hunderttausende Gewalttaten. Das ist alles sehr übel. Viertens, gibt es ganz bewussten, gezielten satanistischen Terror? Ja, satanische Terroristen machen sich sogar ein Spiel daraus, ihre geplanten Terrorattacken schon im Vorfeld offen zu verstecken, mittels Symbolen. 3, 2, 1. Die Macher von Jacksons Cover, zu Deutsch Blut auf dem Tanzboden von 1997, zeigten bereits 4 Jahre vor 9/11 präzise auf, was am 11.09.2001 sein wird. Schau hier, Michaels Arme zeigen dabei auf 9 und 11. Sein rechter Arm trägt eine schwarze Trauerbinde. Einer der Türme im Hintergrund der Towers ist bereits in einer nuklearen Staubwolke versunken. Jackson tanzt auf einem schwarz-weiß karierten Boden, wie er typisch in Hochgrad-Freimaurer-Tempeln zu finden ist. Doch die Band Supertramp brachte 9/11 bereits 1979 symbolhaft zum Ausdruck. Spiegelt man nämlich ihr Plattencover Breakfast in Amerika, dann legt sich der Orangensaft wie ein großer Feuerball genau auf die Zwillingstürme. Und exakt über den Towers, über den Türmen erscheint das uns bekannte Symbol für 9/11. Auf der Rückseite dieses Covers fliegt sogar ein Flugzeug Richtung dieser 2 Türme. Auch die Speisekarte, die diese Frau dort in der Hand hat, schon 22 vor 9/11, 22 Jahre vorher, bezeichnet sie den Ground Zero im analogen Schriftzug zu den Türmen links außen. Fünftens. Solche satanistischen Spiegelungspraktiken und Verschwörungsversteckspiele finden in Medien und in der Musikindustrie massenhaft statt. Man höre sich zum Beispiel einmal Jay-Z's Rückwärtspassagen an. Dann schenke man dem Kronzeugen Michael Jackson Glauben. 3, 2, 1. Wir befassen uns jetzt 1-2 Minuten mit Kronzeugen aus erster Hand. Also nebst dem Lied von Jay-Z, Lucifer, Lucifer, Son of the Morning, lässt sich auch dieser Text aus seinem Lied heraushören. Tricks, murder, murder, Jesus. Sex. Tötet, Jesus. Sex. Das System, die Musikindustrie haben mich völlig ausgenutzt. Dies ist sehr wichtig, wofür wir kämpfen. Denn ich bin es leid. Ich bin die Manipulation wirklich, wirklich leid. Ich bin es leid, wie die Presse alles manipuliert. Sie sagen nicht die Wahrheit. Sie lügen. Und sie manipulieren unsere Geschichtsbücher. Die Geschichtsbücher sind nicht wahr. Es ist eine Lüge. Die Geschichtsbücher lügen. Und das müsst ihr wissen. Das müsst ihr wissen. Dies ist alles eine komplette, komplette Verschwörung. Das müsst ihr wissen. Es ist Zeit für einen Wandel. Amerika ist das einzige Land, weil... Ich darf nicht zu viel sagen. Es ist eine Verschwörung, ja? Ich will nicht zu viel sagen. Ich bin fertig. Ich will nicht zu viel sagen, ich bin verletzt. Ich bin wirklich verletzt. Glauben Sie, es war Mord? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das von Anfang an gesagt und ich bin davon noch immer überzeugt. Wissen Sie, Michael hat mir immer wieder gesagt, dass sie ihn umbringen werden und dass er sterben wird. Wer hat ihn ermordet? Sie haben meinen Bruder auf dem Gewissen und Sie wissen, wer die Drahtzieher sind. Es ist nicht nur Dr. Murray, da bin ich mir sicher. Es sind mehr Personen involviert und Sie wissen ganz genau, wer es ist. Ich werde euch wissen lassen, was geschieht. Es ist nicht nur Dr. Murray darin verwickelt.
Sechstens. Wie belastet ist unsere Umwelt tatsächlich? Können Darmabgase von Menschen und Kühen oder der CO2-Ausstoß von Autos und Industrie wirklich einen Klimawandel herbeiführen? Nein. Und wenn doch, dann kommen nur schwerere Kaliber von Umweltzerstörer in Frage. Allein in den USA entlarvten über 31.000 Wissenschaftler die aktuelle Sündenbock-Theorie der neuen Klimapolitsekte als Lügenpropaganda. Eisbohrungen widerlegten jede Behauptung der Klimahysteriker über Jahrhunderte hinweg. CO2 würde sogar als Lebenselixier fast aller Pflanzen gelten, also wurde als das offenbar. Wenn Menschen an unserer Wetterveränderung schuld sind, dann bestenfalls durch die nuklearen Tests und Bombardierungen ganzer Länder. Die von aller Welt gefürchtete US-Atombombe auf Hiroshima hatte zum Beispiel einen Detonationswert von 12 Kilotonnen. Nach dieser folgten seit 1945 aber weitere 2200 solche Atomexplosionen. Allein 520 von ihnen hatten einen Detonationswert von mindestens 545.000 Kilotonnen. Das bedeutet im Klartext, dass irrsinnige Wissenschaftler und Kriegstreiber die Tragik von Hiroshima nicht weniger als 45.000 Mal in unserer Atmosphäre und in unseren Gewässern wiederholt haben. Mit Dunkelziffer dürfte es 100.000 Mal Hiroshima-Bombe gewesen sein. Allfällige Reparationszahlungen müssen daher allein aus Kriegs- und Forschungsgeldern dieser Irrsinnigen bezahlt werden. Siebtens. Gibt es heutzutage noch Kindermorde, wie zur Zeit der alten Ägypter und Pharaonen oder der Römer mit ihrem Herodes? Ja, denn es sind Kindermorde im Gange wie nie zuvor. Nur kommen sie heute in ganz anderem Gewande daher. 3, 2, 1. Die Antibabypille zum Beispiel verhindert seit Jahrzehnten jedes Jahr Millionen von Neuankömmlingen. Allein in Deutschland verhütet mehr als jede zweite Frau. Die Abtreibung tötet jährlich 56 Millionen Kinder. Die Abtreibung kerngesunder Kinder nach der Geburt kommt immer mehr dazu. Immer mehr gesetzlich legal. Nach UN-Bevölkerungsfonds wird weltweit jedes vierte Kind abgetrieben. Auch geplante Kindersteuern sind eine Art, eine Form des Kindermordes, weil Eltern automatisch weniger Kinder wollen, wenn ja jedes Kind eine Umweltsünderstrafe nach sich zieht. Auch der ganze Kinderklau ist eine moderne Form des Kindermordes. Jährlich werden 70.000 deutsche Kinder gewaltsam entrissen. Nur schon in Deutschland und so ähnlich überall. Auch der Lehrplan 21, der Genderwahnsinn, die Frühsexualisierung sind Hyperformen des Kindermordes. An diesen Kindern wirst du sehen, sie werden nie mehr dieselben sein. Dann die Auflösung der Familie, Kinderprostitution, Kinderhandel, Drogenlegalisierung, Ritualopfer, auch der schleichende Kindermord durch WLAN, Mobilfunk, Schäden, Spielsucht, Pornografie und vielerlei mehr sind eine Form davon. Dann der geistliche Kindermord durch mediale und schulische Verblödung, durch übertriebene Ritalinvergabe, Pharmaflut, Impfschäden und vielerlei mehr. Menschheit, erkenne, wer dich angreift. Achtens. Wo Recht zu Unrecht wird, da wird Widerstand zur Pflicht. Auch hier wird wieder nur gerade das Spitzchen eines gigantischen Eisbergs der Rechtsverschiebung sichtbar. 3, 2, 1. Die Ukraine könnte mit ihrem Getreidereichtum ganz Europa versorgen. Darf sie aber nicht, weil die USA den landwirtschaftlichen Welthandel beherrscht. Und sie zwingt mit EU-Geißel alljährlich die Ukraine dazu, abertausende Tonnen geerntetes Getreide zu zerstören, während die Ukrainer selber Mangel leiden müssen. Zur Geldumverteilung. Superreiche gewinnen pro Tag 2,5 Milliarden Dollar. Laut einer Studie der Nothilfeorganisation Oxfam ist das Vermögen der Milliardäre im Jahr 2018 um durchschnittlich 2,5 Milliarden US-Dollar gestiegen pro Tag. Das ist ein Plus von 12%.
Die ärmere Hälfte dagegen, der Weltbevölkerung, musste zeitgleich Einbußen von 11% hinnehmen. Wie es zu dieser ungerechten Verteilung kommt, zeigt diese eingeblendete Sendung von KlarTV. Dass Statistiken manipuliert werden, ist weiter nichts Neues, aber wie haarsträubend in Deutschland die Kriminalitätsstatistik zu schwerwiegenden Verbrechen und Flüchtlingskriminalität geschönt wird, zeigt der hier eingeblendete Beitrag von KlarTV sehr anschaulich. Auch die Internetpornografie, sie hat nachweislich unaussprechlich verheerende Folgen, auch für über 70% aller unserer Kinder, ich sage auch die Erwachsenen, ja, und die Jugendlichen werden geschädigt. Wo aber bleibt die Justiz? Neuntens. Lügen, Lügen und noch mehr Lügen. US-Präsidenten schaffen es durch brandschwarze Lügen, das Bombardieren und Töten von Millionen Menschen als einen Akt der Nächstenliebe aussehen zu lassen. 3, 2, 1. Präsident Johnson sagte, wir kämpfen für die Selbstbestimmung der Völker und zerbombte die Vietnamesen. Ronald Reagan sagte, wir tun das, was wir am besten können, die Demokratie unterstützen, und zerbombte Nicaragua. George H. Bush sagte, die Menschen wollen Demokratie und Frieden, und zerbombte Jugoslawien. Präsident Clinton sagte, wir wollen Leben verbessern und nicht nehmen, und zerbombte daraufhin den Kosovo. George W. Bush sagte, wir wollen und suchen den Frieden, und zerbombte 5 Länder, darunter Afghanistan und Irak. Friedensnobelpreisträger Obama sagte, Krieg ist manchmal nötig, und bombardierte 7 Länder, darunter Libyen. Man weiß von 100.000 Bomben während seiner Amtszeit, also 34 Bomben an jedem Tag seiner Präsidentschaft. Seit Donald Trump Amtszeit fliegen durchschnittlich alle 12 Minuten eine Bombe auf Menschen nieder. Über 44.000 Bomben in einem Jahr, darunter auf Syrien. Im vergangenen Jahrhundert gab es keinen US-Präsidenten, der seine Truppen nicht in ein fremdes Land geschickt oder die Besatzung fortgeführt hätte. In dieser Weise sind über 219 US-Kriege verzeichnet, alle auf Lügen gegründet und durch die Mainstream-Presse gedeckt, verkauft und durch Lügen gerechtfertigt. Zehntens. Und noch mehr Lügen aus oberster Etage. Diesmal aus Wissenschaft und Technik. Wo tote Astronauten auferstehen. Unabhängige Recherchen beweisen, mindestens 6 von 7 Besatzungsmitgliedern der explodierten Raumfähre Challenger im Jahr 1986 sind noch am Leben. 3, 2, 1. Der Commander der Challenger wurde als CEO der Marketingfirma Cows & Trees in Chicago entdeckt. Er hat den gleichen Namen, die gleichen Gesichtszüge, das gleiche Geburtsdatum. Der Pilot ist heute emeritierter Professor für Industrie- und Systemengineering an der Universität von Wisconsin-Madison. Er hat das gleiche Aussehen, das gleiche Alter, den gleichen Namen. Er heißt heute Carl McNair und behauptet, der Zwillingsbruder des tödlich verunfallten Missionsspezialisten zu sein. Aber bis heute wurde kein Beweis seiner Geburts- oder Taufaufzeichnung als Zwillingsbruder gefunden. Er behauptet ebenfalls, Zwillingsbruder des tödlich verunglückten Astronauten Ellison Onizuka zu sein. Er lebt heute in Hawaii. Auch bei ihm kein Geburtsverzeichnis war enthalten zum Zeitpunkt der Recherche über einen Zwillingsbruder von Ellison Onizuka. Sie ist heute Professorin an der Yale Law School. Sie hat denselben Namen behalten, dasselbe Aussehen, Gebären, das gleiche Geburtsdatum wie die verunglückte Space Shuttle Astronautin. Ein auf Bild aufgezeichneter Stimm-, Gesichts- und Gebärdenvergleich der zwei Judith Resnicks entlarven sie als ein und dieselbe Person. Sie ist heute Anwältin an der Syracuse Law School in Bundesstaat New York. Ja, auch sie hat noch den gleichen Namen, gleiches Geburtsdatum und gleiches Aussehen. Und dies soll lediglich die Spitze eines Eisberges sein, sagt NASA-Insider Kerry Martinuik. Wörtlich sagt er, wir haben über alles gelogen. Elftens. Kleine Nachlese in Stichworten.
Medienterror, Politterror, Wirtschaftsterror, Religionsterror, Medienhörigkeit, Volksblindheit, Korruption, Dekadenz, Verstrahlung, Gleichgültigkeit, Kriegspropaganda, humane Kriege, Ausbeutung, Verschwörungen, Besatzungsrechte, Mafia, Kannibalismus, Satanismus, Magie, Mordsucht, Quälsucht, Perversion, Unzucht, Mordlust, Besessenheit, Süchte aller Art, Herrschsucht, Geldsucht, Handysucht, Sodomie, Dämonie, Zauberei, Unterhaltungssüchte, Alkohol, Nikotin, Medikamentensucht, Inzest, Waffenhandel, Spekulation, Okkultismus, Wissenschaftsbetrug, der NATO, EU, UNO-Betrug, Bilderberg, 666, Verschwörung, Überfremdung, Auflösung von Nationalitäten, Auflösung von Ethik und Moral, Nihilismus, falsche Geschichtsdarstellung, Hass, Wut, Propaganda, Unterwanderung, Menschenverachtung, Materialismus, Besetzung, Gleichgültigkeit, Freiheit, Unbarmherzigkeit. Darüber die sichtbaren Köpfe all dieses Übels, ganz von der obersten Kaste auf Politiker, Banker, Medienmogule, Pharma- und Wirtschaftsbosse, Kirchenhäupter, Justizbeamte, Lehrkräfte, Direktionen, Behörden aller Art, Schulbehörden, Filmgesellschaften, Kartelle aller Gattung, Wissenschaftler, Erziehungsdirektionen, Jugendämter, Sozialeinrichtungen, Psychiatrien. Kurzum, der herabgestiegene Teufel und 5G. Ihr müsst nicht mit allem einverstanden sein, was wir machen, sei es in der Art, dass wir das sogar verulken. Ich habe es vorher erklärt. Wir behalten besser mal ein bisschen die gute Laune, weil wir haben Grund dazu. Wir haben einen Weg. Wir wären nicht hier, wenn wir nicht einen Weg hätten. Das ist das eine. Und das andere ist auch ein Weg, eine Erfahrung. Man kann über diesen oder anderen Punkt streiten. Ich weiß, diese Diskussion wegen Anti-Babypille, wegen Abtreibung. Wir verstehen das alles. Wir kommen ja aus der Seelsorge, ja. Also wir wollen nicht über diese Themen streiten, wir möchten nur faktisch festhalten, egal was wir darüber denken, hier findet eine Veränderung statt, die vom Leben zum Tod führt. Einfach mal nur schlicht, nicht geborenes, geborenes, das getötet wird, entstehen, dass es getötet wird. Nur diesen Fakt halten wir fest, wie du das ethisch einordnest, vielleicht machst auch du einen Wandel durch, wenn du es heute noch nicht als töten empfinden kannst. Gespannt auf mehr? Die Veranstaltung in voller Länge finden Sie unter www.sasek.tv/schwarmpower. Der Referent stellt die Textdokumente unserem Publikum als Download-Datei unterhalb dieser Sendung zur Verfügung.